Einen wunderschönen guten Tag und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem ersten kommentierten Gameplay hier auf meinem Kanal. Ja, bisher kamen die Videos immer ohne Commentary dazu, aber jetzt werde ich versuchen, demnächst auch wieder öfter Videos hochzuladen mit Kommentar. Ich komme kurz zu meiner Klasse, ich spiele hier die P90 mit der roten Tarnung, den Schalldämpfer und ich glaube Schnellfeuer, genau. Als Sekundärwaffe habe ich noch die MP9 mit Schalldämpfer eingepackt, die ihr auch noch im Gameplay zu sehen bekommen werdet. Dazu habe ich die Semtex, die Erschütterungsgranaten, aber das ist ja nicht so wichtig. So, und nun kommen wir kurz zu meinen Abschussserien. Das ist auf der 1 die Predator, auf der 2 ist es der Strafe Run, ich weiß leider jetzt nicht genau, wie er auf Deutsch heißt. Und auf der dritten Killstreak habe ich den Payflow mit eingepackt. Wie bereits erwähnt, ist dies mein erstes kommentiertes Gameplay hier auf meinem Kanal. Also bitte nicht allzu böse sein, wenn ich noch nicht so gut kommentieren kann. Das kommt bestimmt mit der Zeit noch. In letzter Zeit kamen auch recht wenig Videos hier auf meinem Kanal. Ich glaube, das letzte Video habe ich vor 3 oder 4 Wochen hochgeladen. Und ich versuche ja mindestens immer ein Video pro Woche hochzuladen. Schaffen tue ich es leider nicht immer. Aber ich versuche es zumindest. Und ich hätte zwar weitere Videos hochladen können, wie zum Beispiel dieses hier. Aber das wäre dann auch wieder ohne Kommentar gewesen und das will ich euch doch wirklich nun nicht mehr antun, weil ich es als langweilig empfinde, nur Gameplays anzugucken, ohne irgendeinen Kommentar im Hintergrund zu hören. Und ich denke mir, dass ihr das genauso seht wie ich und deswegen werden demnächst auch immer Videos kommen, wie schon bereits erwähnt, mit Kommentar. So, hier muss ich auch gleich meine erste Abschussserie in diesem Spiel bekommen und das ist die Predator. Genau, da ist sie. Die wird direkt rausgeknüppelt. Und die Kamera von der Predator in MW3 finde ich doch recht komisch, weil sie sieht anders aus als MW2 und naja, ein Backup gab es ja nicht und hier sterbe ich leider wieder. Da hätte ich eher ein bisschen mehr aufpassen müssen. Naja, kann man nichts ändern. Und jetzt versuche ich natürlich wieder meine Killstreaks von 9 aufzubauen. Wenn ich nicht so aggressiv gespielt hätte, denke ich mir, dass das Gameplay wesentlich besser ausgefallen wäre. Aber ich finde es einfach langweilig. Ja, hier schön, Second Chance. Ich liebe es. Wie gesagt, ich finde es einfach nur langweilig, so defensiv zu spielen. Obwohl ich das demnächst auch mal probieren werde. Um einfach mal zu gucken, was man so reißen kann, wenn man in MW3 ein bisschen, naja, patrouilliert, sag ich mal. Und sich ein bisschen zurückhält, weil man, wie ich finde, in MW3... doch sehr schnell sterben kann, weil das Gameplay an sich einfach schneller geworden ist als in Black Ops oder wie es in MW2 war. Ja, und deswegen muss man ein bisschen defensiver spielen. Ja, und hier schöner Triple Kill, der mich zu meiner Abschussserie der Predator bringt. Jetzt heißt es aufgepasst und jetzt muss man auch, wie schon gesagt, ein wenig defensiver spielen, um seine nächste Killstreak aufbauen zu können, weil man möchte natürlich auch nicht sterben, wenn man gerade auf einer Streak ist. Und deswegen werde ich gleich in der nächsten Szene ein bisschen rumcampen, so nenne ich es mal. Aber naja, ich bin kurz vor meinem Strafe Run und ja, da habe ich echt keine Lust drauf, den einbüßen zu müssen. Und hier habe ich, da ist er, der Tiefflieger, genau so heißt er. Der wird auch direkt wieder ausgelöst, hinter ein Auto hingelegt und schön über die Karte gerannt, da wo die Gegner sind. So, jetzt heißt es eigentlich nur noch abwarten und den Strafe Run den Rest machen lassen, weil, wie gesagt, Killstreaks bauen jetzt wieder aufeinander auf. Und das finde ich doch recht nice. Leider bringt der Strafe Run mir nicht allzu viele Kills, was ich schade finde. Deswegen muss ich die selber machen, mit meiner MP9. Die ist natürlich auch schallgedämpft, weil ich einfach keine Lust drauf habe, dass mich Gegner auf der Karte sehen, wenn ich hier herumballere. So, hier holt mein Tiefflieger wenigstens mal einen Kill, was ich eigentlich nicht so toll finde, weil das ist eine doch recht hohe Abschussserie und da sollte man doch schon mehrere kriegen. Ja, aber hier holt mein Tiefflieger den zweiten Kill, der bringt mich zum Payflow, der wird direkt ausgelöst. Und jetzt ist es auch egal, jetzt kann man wieder aggressiver spielen, jetzt hat man seine höchste Killstreak erreicht. Und man hätte natürlich auch weiterhin defensiver spielen können, aber wie gesagt, ich finde es einfach langweilig. Es sei denn, ich spiele auf die MOAB, da halte ich mich doch auch lieber ein bisschen defensiver auf als sonst. Aber da nehme ich auch das Spezialistenpaket mit und nicht wie hier das Angreiferpaket.
weil es so einfacher ist, die MOAB zu erreichen, ja. Und hier schön Camper, oh, es ist einfach widerlich. Ich habe das Gefühl, dass in MW3 viel, viel mehr Camper rumlaufen, wobei rumlaufen eigentlich das falsche Wort ist, sie liegen mehr, als dass sie laufen. Und ich kann auch einfach nicht verstehen, wie Leute so viel Spaß daran haben können, einfach nur in der Ecke zu liegen und abzuwarten und durch ihr hässliches Visier zu gucken und sich freuen, wenn mal irgendwann ein, zwei Gegner bei ihnen vorbeilaufen. Das ist doch viel geiler, genauso wie hier, einfach vorzurushen und Gegner wegzuholen. Aber ich denke mir mal, dazu haben sie einfach nicht das Aiming. Ich will damit nicht behaupten, dass ich der beste Spieler wäre, aber zumindest besser als diese verranzten Camper. Das glaube ich zumindest. Und es bringt ihnen ja auch einfach nichts, weil man einfach viel zu wenig Kills dadurch kriegt. Und falls sie nicht in irgendeiner Ecke rumschimmeln, dann laufen sie doch lieber mit FMG Akimbo rum. Aber egal, das lässt mich nicht davon weiter abbringen, meine Kills wieder aufzubauen. Und hier schöner Multikill, der mich gleich zu meinem Tiefflieger bringt, der auch wieder direkt rausgehauen wird. Aber leider erreiche ich diese Runde nicht mehr den Payflow, weil ich jetzt nochmal gleich verrecken werde. Aber viel hätte mir der Payflow eh nicht mehr gebracht, weil die Runde gleich vorbei ist. Und somit auch mein erstes Commentary, was ich hochgeladen habe. Und leider werde ich zum Ende hin nicht mehr erster von den Punkten her, weil ich einfach nur auf Kills gegangen bin und nicht wirklich auf die Dogtags geachtet habe. Trotzdem hoffe ich, dass euch mein erstes Commentary gefallen hat und ich würde mich über konstruktive Kritik und Verbesserungsvorschläge sehr freuen. So, hier mache ich noch den letzten Kill und damit haben wir das Spiel gewonnen. Ja, es endet 90 zu 46 für uns. Hier sieht man nochmal gleich die Abschusskamera. Der Typ muss wohl irgendwie AFK oder so gewesen sein, aber das kann mir ja egal sein. Wie gesagt, ich bin nicht Erster geworden von den Punkten her. Mein Score ist ein 46 zu 6. Bewerten nicht vergessen und bis zum nächsten Mal.